Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus C7DCD. Wir sind gerade auf Tour und sammeln uns Kühler ein und Autos. Das ist mein Hauptziel und nehmen alles andere auch mit. Und dann fahren wir dann zurück unsere Basis und werden uns entsprechend da beschäftigen. Hier ist ein Loch. Also wie gesagt, in Häusern und heute eher nicht. Vielleicht noch unseren Kiste abholen. Das ja, wenn es auf dem Weg liegt. Das heißt, auf dem Weg ist gut. Ja, Karte. Na, liegt nicht auf dem Weg. Dann müssten wir in die andere Richtung fahren. Muss ich mir überlegen. Pilzsamen. Das ist gut. Dann können wir Pilze anbauen. Und dann können wir demnächst auch Pilzsuppe herstellen oder so ein Zeug. Weil Pilze haben noch keine gefunden. Bis jetzt. So. Ja, unsere Krankenschwester kommt auch hier zu Besuch. Meine Mutter gekriegt. Warte, warte, bis ich fertig bin. So, dann fahren wir ganz kurz zur Kiste. Da. Alt Knochen. Nitrat ist nicht so wichtig, aber die Knochen sind mir wichtig. Ja, hat er auch genommen. Bin wieder voll. Hier was rein. So, was könnten wir reintun? Die Karte. Die Federn. Das habe ich gerne hier oben. Ich weiß nicht. Wenn ich hier frisches Fleisch drin habe, fahrt das Fleisch im selben Gepäck. Ich weiß nicht. Ne, dann lassen wir es liegen. Oder doch, wir können ein paar Dinge bauen. Wir können, solange wir keine Erde machen können, müssen wir das nutzen für unsere Gartendinge herzustellen. Wo hast du dich versteckt? So, auch so. Ja, hauptsächlich noch mit, ne? Also, ich sag mal so. Warum kann ich jetzt hinfahren? Wir sind doch sowieso voll. Dann machen wir die Kiste ein andermal. Dann hat er keinen Zweck, wenn wir jetzt hier dahin fahren und wir haben keinen Platz. Gut, dann fahren wir zurück in der Basis und werden gleich mal ein bisschen was kochen. Und irgendwann fahren wir hier und dann ein bisschen plündern. Auch du musst heute stehen bleiben.
Komm, wir morgen wieder, hol die ab. Genau. Entschuldigung. Ja, unser nächstes Ziel ist, ein Moped zu bauen. Moped oder dergleichen. Und dann schauen wir mal, was wir entsprechend kriegen, ne? Upsi. Dann können wir unseren Radius ein bisschen vergrößern, wo wir hinfahren können. Hier soll es auch eine Militärbasis geben und ja, ein paar andere Sachen halt, ne? Autos vor allem. Autos, Autos, Autos. Ja, genau. Bin voll beladen, ich komme den Kalle hier mitnehmen. So, bleiben es mir auch noch mal holen irgendwann, aber heute wäre Monitrat wichtig. Jetzt haben wir es 14.09 Uhr. Da ist gegen 15 Uhr sind wir zu Hause, schätze ich mal. Und dann noch kurz rein und dann. Dann holen wir Nitrat. Dann müssen wir die Tratminen noch ein bisschen absichern. Da sind wir schon in den Bereich gekommen, wo von oben schon ran konnte. Jetzt ist mir natürlich auch in der Mine nicht sicher, ne? Weil ja die Typen einfach auftauchen und dann springen die rein. Ne? Und das ist dann schlecht. Nee, bei der Arbeit stören. Ansonsten werde ich noch den Bleimine erschließen mit Erdbohrer und dann unterirdisch erreichen. Das ist für die Bleimine ganz gut. Aber das, da ist ja auch noch eine Erzmine, genau nebenan. Das macht es vielleicht ein bisschen sinnvoller vom Haus weg zu buddeln. Weil so wollen sie einer nicht ins Haus reinrennen. Ne? Und machen alles kaputt. Und so bin ich außerhalb vom Haus und buddel in der Erde und dann müssten die sich erstmal in der Erde reinbuddeln, ne? Aber gut, das ist noch eine Weile hin. Den Blei ist hier vorne links. Hier schön, ne, in der Erde. Da wo die Holzdinger sind, da kann man rein. Und ich bin ja schon dabei und buddel hier irgendwie lang. Und da ungefähr. Mache ich einen Graben. Beziehungsweise ein Loch. Oh, das ist gefährlich. Muss noch schön zumachen wieder. Ne, so, also, dass jetzt OBS auf dem anderen Rechner läuft, ist vom Prinzip her besser, ressourcenschonend. Also, weil beides zusammen hat ziemlich viel Leistung gebraucht. So. Gehen wir mal rein. Ich habe ja hier die Brücke gebaut. Gehen sofort bei und schmelzen und dann Messing ein. Ich habe hier die Brücke wieder gebaut. Ja, hier so schön. Mit Holz, die kann man dann wieder aufnehmen. Und wir kommen rüber. Unsere lieben Nachbarn müssen dann entsprechend dann jetzt klopfen. Und werden hier begrüßt, wenn sie doch mal reinkommen sollten. Mit den beiden Geräten. Die sagen dann guten Tag. Hier muss ich noch ein bisschen bauen. Treppenmäßig. Das ist schwer beladen, ne? So, halt, Messing. Gleich mal einschmelzen. Das, was mir garantiert fehlt. So. Das heißt, Messing. 4 Stück haben wir. Holz. Machen wir gleich mal eine Stunde oder so. Ja. Eine halbe. Und einschmelzen. Dann können wir mal sehen, was wir rauskriegen. Und 4 Stück. Und dann stellen wir die gleich her. So.
Hier haben wir Lead, also Blei. Blei und Klee. Haben wir hier auch Leben bei? Nö. Macht nichts. Hier haben wir auch noch anschalten. Hier reichen 50 Minuten aus. Hier wird noch ein paar Dinge dazu besorgen, ne? Dann geht das schneller. So. Rohstoffe. Alles hier Eisen. Eisen. Fauliges Fleisch nehmen wir hier auch rein. So. Nahrungsmittel. Motor werden wir nicht reinmachen. Haben wir schon mal hier. Da wollen wir sortieren. Ne? Hier waren wir bis Teile fürs Auto oder für ein Moped. Moped oder Generator. Bisschen Benzin. Federn. Alteisenhandschuhe. Fünfer. Moped. Moped, denke ich mal. Leder weiß ich genau. Bestimmt. Haben wir Eier? Nee. Ja. Bei euch auch so ein Schaf? Ja. Schreibe ich daran, dass ich alles so dicht dran ist, Schaf sehe und da hinten nicht. Das machen wohl die Eisengitter. Gut. Und fertig. Zwei sind leer. Oh. 200. Heute ist 400 Schuss. Ohne Schuss. Also Co-Kühler 50 Schuss oder wie viel? Ja. Ja, ich brauche Moped. So. Vorräte. Also. Samen, Pilze. Die können wir gut gebrauchen. Die Draht nehmen wir mal zu. Dann werden wir gleich Wildpret machen. Also, ja, 10%, ja gut, hoch. Fett haben wir hier auch ein bisschen, okay. Nehmen wir raus. Thunfisch. Tabletten haben wir hier gefunden. Stofffetzen. Ja, unser naja, wertvolles Geld. Dosen. Man meldet er sich schon, ne? Hungrig, ne? verfressen wie ich bin, ne? Also wenn man kocht das Fleisch. Heiß Wasser. Wollte ich eigentlich auch holen, na gut. Ja, gekocht es. Aber 5 Stück dafür, ist das so ein Mist. Natürlich ungünstig, ne? Dann brauchen wir 2 Eier. Ah, ne. Haben wir hier drinne? Stone. Hier könnten wir Zement herstellen. Werden wir auch tun. Etwa eine halbe Stunde. Ah, da haben wir noch 53, das ist gut.
Die sind nicht ganz so schutzlos. So, Zeit 15. Wir gehen mal in die Mine rein und holen uns ein bisschen Nitrat. Wir müssen leer machen. Ah, leer, was kann hier rein? Eisen, Fett haben wir auch? Nee. Haben wir. Ball und Mann. Die brauchen wir. Da wollen wir schauen. Da können wir gleich mal schauen. Rohre. Wasser, Öl, Öl. Öl, Knochen. Haben wir hier nicht. Wir haben so viel Knochen haben wir hier. Gerade gesehen. So, und Fett machen wir hier auch rein. Nee, Fett machen wir nicht rein. Fett machen wir hier rein. Ist ja auch mit Nahrung. So, das wäre das. Erstmal einen Hatten. Das macht 10%. So, 10 Punkte. Einer hinterher. In der Hoffnung, dass es nicht schlecht ist. So. Jetzt mal ganz kurz den Rest leer machen. Wir haben noch Hammer, das Zeug, Autobatterie. Nehmen wir auch rüber. Autobatterie können wir zerlegen zur Not für Blei, aber Blei haben wir genügend Reserve. Jetzt mal gucken, unser Lichtmod, wo das am besten reinpasst. Finde ich ganz gut, wenn wir das mal sehen könnten, ne? Da passt das nicht rein. Beziehungsweise nicht angenommen. Das heißt, Maschinengewehr. Schon wieder Gäste hier. Das Feuer ist so laut. Gibt's doch gar nicht. Machen wir jetzt zu. Die war so, wie ich die gehört habe. Ja. So. Also Lichtmod. Waffe wollte ich mal sehen. Waffe. Mori. Geht nicht. Dann schauen wir mal woanders nach. Kopfbrille, Halstuch, Ledermantel, Licht. Ja, das könnte gut sein. Handschuhe. Wird nicht angezeigt. Wird mir auch schon schön, um wahr zu sein. Pistole vielleicht. Auch nicht. Na gut, machen wir später. Da weiß ich nicht genau, muss man schauen, aller Ruhe. So, Erdbohrer. Benzin. Auch nicht mehr Benzin. Ah doch. Kommen wir eine Weile mit hin. Aber tut jetzt haben wir noch. Holen wir Nitrat. So Lichtmod fürs Gewehr ist nicht schlecht, vor allem im Dunkeln, ne? So.
Gucken wir hier schönes Views. Müllsack. Haben sie glaube ich ein paar Zombies rum, wollen wir gleich erledigen, ne? Weil die reagieren nämlich allergisch auf Lärm. So, haben wir unsere 1000, mindestens 1000 um Nitrat. Denn hier hatte ich mich durchgekämpft. Irgendwo. Waren wir ja irgendwo draußen. Weiß nicht genau wo. Gut, nehme ich mal egal. Und was kam ich nicht zurück? So. 3. So, da geht's. Ach, da oben. Ne, da geht's raus. Wollen wir hier Richtung raus. Nehmen wir gleich Steine dazu und ein bisschen Sand und Beton und ein bisschen Buddel, ne? Das war schon. Bei Level noch gleich ein bisschen. Einmal einen Gang zum Haus. Obwohl der Weg ist ziemlich weit. 568. Wir brauchen ja viel Schießpulver, das ist ja leider immer das meiste brauchen. Dann müssen wir bald für 3000 mitnehmen. Das ist kein Zombie oben. Ich habe 2 Punkte gekriegt. Und wir sind gelevelt. Das ist besonders erfreulich. Zeit. Wir müssen ja hoch in unseren Garten noch entsprechend Maiserden voll überdreift. Müssen wir bald 1000 haben. Mara Ding noch leer. Und da sind Steine. Steine brauchen wir nicht unbedingt. Immer vorwiegend bewahrt. Natürlich nehmen wir auch Steine, aber. Da sind wir nicht hier, ne? Können wir unser Gang produzieren für Blei. Das ist dann sinnvoller und kleiner. Ne? Schön Tunnel gegraben, ne? Gehen wir hier ein bisschen weiter. Da oben. Ein bisschen Decke runterholen, ne? Den Kopf stoßen. So, was haben wir an an Nitrat. Was sehe ich jetzt aktuell nicht? 1800. Ach, 3000 werden wir holen, ne? Den können wir mit herstellen. Kurz mal gucken. Wo am besten jetzt weitergraben? Richtung. Das ist die Ost.
aus. Das ist nicht gut. So, schnell zum Haus. Das ist die sogenannte Schreierin, da kommen meistens mehr. Geh mal ein höher. Da haben wir einen größeren Überblick. Die gibt erst Ruhe, wenn alle tot sind. Immer verschwommen alles, ne? Also, es liegt aber am Dings hier. Wo könnte die sein? Mal nachladen. Gehen wir aufs Dach, da sind wir noch mehr. Hier wollen wir was vorbauen. Das Dach geht hier lang. Ja, Mais wächst schön. Die war doch hier im Haus. Oder die ist am Haus gestorben. Das kann natürlich sein. So, Maisstaude. Nehmen wir einen kleinen Schlüssel hier. Warning. Maisstaude. Warning. Wir müssen gucken. Wir dürfen das nicht so. Was zu jung ist, zu jung, ne? Das hat auch nicht. Chrysanthemen, der muss blühen, ne? Kornig gewesen, ja gut. Die Kaffee braucht noch ein bisschen. Kaffeesand. Habe ich gerade gesprochen, der braucht noch ein bisschen Kaffeesand. Ja. Gut. Drei Pflanzen. Gut. Okay, dann müssen wir gleich was herstellen. So, Kohle haben wir drüben. Oder haben wir hier? Gehabt. Werden wir gleich mal Schießpulver herstellen. Das dauert ja eine Weile. Kohle. Das müssen wir auch bald wieder haben. So. Das macht jetzt, hab nicht genau gesehen. Achso, zwei Pakete, 1000 Stück. Also 1000 Schießpulver kriegen wir jetzt. Papier, Spiritus. Das gleich hinterher, das zeigt mich weg. Jetzt brauchen wir noch Kohle. Und. Haben wir schönes. Wir haben jetzt Schießpulver zur Neige. Da haben wir zwei Stück. Reichlich. Dann werden wir gleich gucken. Wie viel wir jetzt herstellen können. Ne? 200 Stück. Also 50 pro Kühler.
Mal immerhin, ne? Besser wäre mehr, aber gut. Haben wir ja nicht. So, Stofffetzen haben wir immer noch drin gehabt. Sand. Verdorbenes Fleisch. Steine. Kohle. Gut essen, Benzin. Wir werden noch ein bisschen bohren. Brauchen Eisen, brauchen Kohle. So, Eisen, brauchen Kohle. Kohle brauchen wir immer. So. Wir werden mal gucken. Maismehl. Ich will Wasser, ne? Nicht da. Holz fehlt. Wenn das Fleisch nicht schlecht ist, dann kann man gut mit runden. Wenn das Durchfall verursacht, dank der 4%, wird schwierig. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Denn so. Ich sag doch, jetzt ist alles wieder da. So, so. Wenn die schreit, kommen mehrere. Missy. Weil der ist meistens sehr, sehr aggressiv. Und der ist ziemlich schnell und dann kannst du nicht flüchten. Na, schön Garten, ne? Gut, da haben wir die Olle überstanden. Von wegen. Ist das alles? Ich höre gerade, wir zerlegen sie gerade die Bude hier. Tiefer gehen. Oh.
Wollt ihr so nicht löffeln? Kommt denn die mal her? Oh, hier haben sie die Wand zerlegt. Ist doch gar nicht. Oh. Das gibt's nicht. Da haben die den Glattweg das genutzt, um reinzukommen. Oh. Das habe ich nicht gesehen. So, Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich glaube, wir machen gleich weiter. Tschüss.